Hallo, liebe Online-Freunde. Es ist schon spät, aber ich habe etwas gesehen, was mich wirklich aufregt und umtreibt. Ein Video vom ZDF, dem Logo Kinderkanal. Und ich würde noch mal auch auf die Gefahr hin, dass mein Ton immer noch bescheiden ist, gerne mit euch drauf reacten. Und ich verspreche euch, nein, ich kann es nicht versprechen, weil ich es nicht weiß, aber ich versuche wirklich ein gutes Mic mit zu besorgen. Bis dahin, wenn ihr empfindlich seid, was den Ton angeht, dann schaltet besser aus und ansonsten schaut euch das mal bitte mit mir an. Vielleicht versteht ihr dann, warum ich trotz Tonproblem das hier sehen möchte. Damals bei mir. Ah, doch auf die Staurus. Die Ukrainer bekommen doch schon mich. Und mich. Ihr wisst schon, dass ihr ein und derselbe Marschflugkörper seid, nur halt aus unterschiedlichen Ländern. Es sind die Unterschiede, die uns einzigartig machen und uns zeigen, wie besonders wir sind. Ich poste das auf jeden Fall auf Insta. Schon passiert. Kein Wunder, dass die mich haben wollen. Ich bin halt eindeutig der bessere Marschflugkörper. Wohl eher ein Flugkörper, wenn du nicht bald hier auftauchst. Ey, an mir liegt's doch nicht. Du musst doch nicht gleich in die Luft gehen. Ich bin ein Marschflugkörper. Genau das ist meine Bestimmung. Lass mich raten. Du darfst deshalb nicht in die Ukraine, weil euer Kanzler wieder mal zögert und zaudert. Der German Fachbegriff dafür ist Scholzen. Nein, diesmal gab's sogar eine Begründung. Weil ich so eine krasse Reichweite habe, hat er Angst, dass ich übers Ziel hinausschieße und Russland treffe. Mhm. Und was macht Russland seit 2 Jahren? Was macht Russland seit 2 Jahren? Ernsthaft? Dem Olaf Scholz müssten wir Marschflugkörper mal ordentlich... Okay. Super. Jetzt werden wir also dazu gezwungen, Gebühren für Leute zu bezahlen, die Cartoons über Massenvernichtungswaffen machen. Hahaha. Es ist so erschreckend. Das ist für mich Propaganda. Hier sehen wir Propaganda in einer Sendung vom ZDF. Ich finde es zutiefst verwerflich und inakzeptabel und diese Sendung müsste offline gehen. Das tut sie aber nicht. Ich schaue mir gerade mal hier den Screenshot an. Das ZDF lässt das tatsächlich online, obwohl es einen massiven, zu Recht auch Shitstorm gab. Und sie haben sich tatsächlich geäußert, haben geschrieben, warum sie es online lassen, haben. Ach, wo ist das denn jetzt? Ach. Ich habe so viele Screenshots, weil ich immer alles sichere. Egal, ich zitiere einfach mal sehr frei. Das ist ja angeblich nur für eine Zielgruppe von Teens und das wäre okay, weil das Comedy wäre. Das darf Satire. Es ist vollkommen unglaubwürdig, was sie geschrieben haben. Deswegen muss ich es, glaube ich, jetzt nicht original zitieren. Diese Aufmachung richtet sich ganz klar an jüngere Kinder, aber auch für Teenager wäre es nicht okay. Eine Autorin, die früher für die geschrieben hat, findet sich auch in den Kommentaren. Sie ist auch erschüttert, sieht man an ihrem Kommentar. Und ich dachte immer, man sollte Menschen die Ängste nehmen und sie nicht schon bewusst in Kindern installieren. Das sind Massenvernichtungswaffen. Und anstatt darüber Cartoons zu machen oder lustige Videos zu drehen, sollte man vielleicht mal zeigen, was mit Menschen passiert, auf die diese Massenvernichtungswaffen gefeuert werden. Das wäre aufklärender. Also der Missbrauch an den Gedanken von Kindern, die Indoktrinierung von Kindern ist für mich so verwerflich. Ich kann euch sagen, meine Kinder dürfen keine ZDF-Sendung mehr gucken, wenn sie Gefahr laufen, dort mit sowas konfrontiert zu werden. Die Verniedlichung, die Verharmlosung von Krieg, das bewusste Nudging von uns als Gesellschaft, hier besonders von Kindern, pro Krieg, pro Waffenlieferung, halte ich für so leicht zu durchschauen und für mindestens genauso verwerflich. Ich muss immer an Richard Thaler denken. Dem hat sein Buch Nudge den Wirtschaftsnobelpreis eingebracht. Das ist schon einige Jahre alt. Ich weiß aber, dass schon die Welt damals darüber berichtet hat, dass auch Angela Merkel die Techniken anwendet. Viele Politiker, Regierungen, Führungskräfte arbeiten mit diesen Techniken. Sie sind ja grundsätzlich auch erstmal was Positives, Menschen in eine positive Richtung zu nudgen. Problem nur, wer definiert, was positiv ist? Die Regierung, vielleicht der mündige Bürger, der Konsens, schwierig zu sagen. Richard Thaler hat auch Obama zum Beispiel beraten, weil es einfach so mächtig und wirkungsvoll ist. Das sind ja Soft-Power-Techniken und ihr könnt damit Menschen, ohne ihnen Angst zu machen, ohne sie zu zwingen, ganz bewusst in eine bestimmte Richtung drängen. Und diese Richtung ist dann das Narrativ. Diese Richtung ist dann das, was es gibt und darum. Alles andere darum wird nicht mehr wahrgenommen, wird nicht akzeptiert oder wird sogar niedergebrüllt. Also ich habe mein Kind zu einer Friedensdemo mitgenommen.
ich nehme mein Kind nicht zu Kriegsdemos mit und lasse sie auch sowas nicht schauen. Puh. Nudging erinnert mich auch immer so ein bisschen an der gute Hirte. Ne? So dass die dumme Masse, das dumme Volk soll jetzt in die Richtung gedrängt werden, dass Krieg doch eigentlich was Cooles ist. Und ja, was hat denn der Scholz? Wieso will er denn den Taurus nicht liefern? Ja, wieso wohl nicht? Ich weiß nicht, schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr das nachvollziehen könnt. Ich kann ihn da wirklich nachvollziehen in dem Punkt. Aber auch wenn man es nicht nachvollziehen kann, das sollte jetzt eigentlich nicht das Thema sein, weil Erwachsene sind ja in der Lage, hoffentlich sich differenziert über ihre unterschiedlichen Standpunkte zum Thema Waffenlieferung auszutauschen. Kinder sind das nicht. Für mich ist das ein psychologisch geführter Informationskrieg. Framing ist auch ein Bestandteil des Nudgings. Ja, ist mir gerade noch so eingefallen. Puh, ja. Ich habe viele gesehen in den Kommentaren, die geschrieben haben, jetzt geht man an die Kinder. Genau. Und das ist so verwerflich. Und das ist eigentlich auch die Grundlage von Propaganda. Sie soll so früh wie möglich ansetzen. Kinder auf Linie bringen für Waffenlieferungen. Krass. Ich weiß, es soll ein Meinungsblocking-Video sein, aber mir fehlen wirklich die Worte, weil ich das echt verstörend finde. Ich finde eher, man sollte Kindern vermitteln, wie wichtig Frieden ist. Man sollte Kindern vermitteln, wie wichtig Verhandlungen sind, wie wichtig es ist, Konflikte verbal, nicht nonverbal zu lösen und wie wichtig es ist, andere Sichtweisen anzunehmen, um zu einem Konsens zu gelangen. Das ist das, was ich Kindern vermitteln würde und das ist auch das, wie ich Kindersendungen strukturieren würde. Und dann wundern sich Leute noch, dass wir so eine aggressive Stimmung in der Gesellschaft haben. Und by the way, super AfD-Wahlwerbung wieder vom ZDF. Das gibt auf jeden Fall gleich ein paar AfD-Wähler mehr, weil Menschen natürlich den Öffentlich-Rechtlichen auch aufgrund von solchen misslungenen Sendungen dann nicht vertrauen und dann auf das Geraune der AfD hereinfallen und dann sagen, ja, ich kann ja nur noch die AfD wählen. Also meiner Meinung nach macht niemand bessere AfD-Wahlwerbung als Teile, natürlich nicht alle, aber Teile der Öffentlich-Rechtlichen. Ich weiß nicht, was sich die Redaktion dabei gedacht hat, vermutlich sehr wenig. Ich kann aber auch nur sagen, dass sowas auch Verschwörungstheorien beiträgt, weil, jetzt könnte man ja schon auf die Idee kommen, hängt die Waffenlobby irgendwie mit denen zusammen? Weiß ich natürlich nicht, will ich auch hiermit nicht sagen. Ich kann nur sagen, wer derart kriegsversessen ist, hat offensichtlich keine Ahnung, was Krieg wirklich bedeutet, hat keine Ahnung, wie wichtig Frieden ist, alle Anstrengungen Richtung Frieden und ist sich auch nicht zu schade, Kinder zu manipulieren und zu indoktrinieren. Und da werde ich als Mutter wirklich richtig, richtig wütend. Was ist eure Meinung zu dem ZDF-Propagandabericht über Waffenvernichtungswaffen für Kinder? Dass ich das ausspreche. Schreibt es mir gerne in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Liked es, ihr dürft es teilen. Mit mir agieren. Ihr könnt meine Arbeit unterstützen. Ich bin nicht zwangsgebührenfinanziert. Ihr könnt mich über eine PayPal-Spende oder eine Kanalmitgliedschaft unterstützen. Und mal gucken, was so als nächstes kommt.